Moin ihr Lieben und willkommen zu einem weiteren Video. Ich habe natürlich immer noch kein DSL, von daher kann ich jetzt keine hochwertigen Videos produzieren. Aber ich wollte euch mal was zeigen. Ich habe drei Spektrumanalysatoren eingestellt auf 430 bis 440 Megahertz. Hier ist eine Diskone dran, ne? Hier sieht man auch sehr gut die Ausschläge bei 433,91. Weiter unten ist der Tiny SA und der ist auf der X-Achse meiner Antenne. Das heißt horizontal, vertikal und hier ist horizontal eingestellt. Und der RF Explorer Pro ist dann vertikal eingestellt. Es ist also die gleiche Antenne zwischen RF Explorer Pro und Tiny SA. Ja, und somit kann ich horizontal und vertikal mir gleichzeitig anschauen. Wobei ich den Nachteil habe, dass hier kein Vorverstärker drin ist. Ja, und das hier an der Diskone, ne? Na, ist leider ein Handyvideo, aber es ändert sich ja noch alles. Ja, und während das jetzt also schon einige Minuten läuft, sind offensichtlich hier einige Peaks entstanden, die auf den anderen Spektrumanalysatoren nicht erkannt wurden. Ja, und gerade der 70 cm Bereich macht mir viel Spaß zu beobachten. Nun gut, künftig dann weitere Videos. Bis dann.